Das erlösende 2:0 in der Nachspielzeit hat für die Jungs des SV Menkhofen am Sonntagabend das Glück perfekt gemacht. Ein wichtiges Tor für Deutschland. Aber nicht das wichtigste Tor für den Verein in diesen Tagen. Denn obwohl der SV sein entscheidendes Relegationsspiel verloren hatte, durfte er sich nach einem 1:0-Sieg des SV Georg Weiß vor 2 Wochen noch als Nachrücker über den Aufstieg in die Kreisliga freuen. Das haben die Jungs natürlich schon ausführlich gefeiert und sich dann eher zufällig auch noch bei Donau TV für eine EM-Party beworben. Und dann habe ich halt in der Relegation halt natürlich die ganzen Videos verfolgt von Donau TV und somit bin ich auch auf das Video, auf ein Bewerbungsvideo gekommen und habe mir halt dann gedacht, ja, schick mir mal ein paar Fotos, ein paar Videos ein und schau mal, was rauskommt. Kurioserweise war Menkhofen der einzige Fußballverein unter den Bewerbern und am Ende auch deshalb einer der glücklichen Gewinner. Ich habe es nicht geglaubt, aber man sieht jetzt da. Ich habe bis gestern auch nicht geglaubt, dass es kommt, aber jetzt da. Mit rund 60 Leuten, genügend Grillgut, ausreichend Freibier und einer eigens aufgebauten kleinen Zeltfußballarena war dann schließlich alles perfekt vorbereitet für einen unvergesslichen Fußballabend. Wir haben auf alle Fälle alles dafür da. Wir haben ein Bier da, wir haben super Fans da. Also viel Spaß heute. Ich wünsche mir jetzt ein geiles Spiel. Die haben wir jetzt weg, die Ukrainer. Schick mal heim. Genau. Habe ich die Ehre. Was ist dein Gefühl heute, der Auftakt für die Deutschen? Natürlich ein Sieg. Aber wird schwer werden, weil Ukraine wird sich hinten einstellen, denke ich mal. Aber wir werden auf alle Fälle gewinnen. Tipp? 2-0. 3-0. 2-0. Deutschland. 3-0. Also ich hoffe und ich glaube, dass wir gewinnen. Halt, auf jeden Fall. Tipp? 2-1. Und dein Tipp? 2-0. Wir wissen mittlerweile, da waren ja schon sehr gute Prognosen dabei. Und damit konnte es auch losgehen. Und wie für ganz Fußball Deutschland war die Partie auch in Menkhofen natürlich ein echtes Auf und Ab für die Fans. Selbstverständlich mit dem perfekten Ende für Deutschland, dem Schweini-Schuss ins Glück. So, ich brauche jetzt mal eine professionelle Analyse von einem Fußballer. Ja, ich habe am Anfang schon gesagt, dass es 2-0 ausgeht. Das Ergebnis hat schon mal gestimmt. 1 war zwar super, in der ersten Halbzeit haben wir ein wenig geschwommen, aber dann haben wir es in den Griff gekriegt. Sie haben scheinbar die richtige Halbzeit Predigt gekriegt vom Löw. Wir freuen uns auch, dass wir gewonnen haben. Aber die Ukrainer haben auch gut dagegen gehalten, also kann man nichts sagen. Aber es hätte noch ein wenig heuer ausgekühnt. Haben wir ganz klar eiskalt runtergespielt. War gar kein Ding. Ich glaube, das hat passt, oder? Wenn du gestern den 30. gefeiert hast, dann hast du heute noch ein bisschen weiterfeiern können. Ja, passt. Das war optimal. Ja, Europameister sind wir. Wärmer. Wärmer. Weltmeister sind wir, Europameister wärmer. Motto 2-1 sind wir beides. Das hoffen wir natürlich alle. Und wir werden zusammen mit der Karmelitenbrauerei auch beim nächsten Vorrundenspiel der Nationalmannschaft wieder unterwegs sein. Diesmal bei einer Tippspielgemeinschaft in Bogen. Wir lassen uns überraschen, ob die Stimmung aus Menkhofen noch zu toppen ist. Ja, da ist schon ziemlich was weggegangen. Es ist gut, aber auch nicht so viel mit heimnehmen. Ich weiß nicht, ob man das im Video sehen kann und später. Also die Jungs, die haben auf alle Gas geben. Und der Abend, der ist noch nicht zu Ende. Also wir machen das auf alle Fälle jetzt noch weiter. Also mit Donau TV kann man schon mehr Party machen.